So. Ganz viele Fragen, hoffentlich gute Antworten. FAQ, guten Tag. Hi. Wir sind Piranhas, zwei von den Piranha-Bytes, und wir machen hier Community-Arbeit in Videoform, und ihr habt uns ganz viele tolle Fragen geschickt und die versuchen wir hier zu beantworten. Ja. Also, wir haben viele Fragen gekriegt. Vielen Dank erstmal für die aktive und rege Teilnahme. Das freut mich immer, dass total viele Leute immer total aktiv am Thema teilnehmen, mitdiskutieren, und wir lesen immer alle Kommentare von euch durch. Insofern vielen Dank. Da war in einer Folge oben so ein Timestamp drin. In irgendeiner von diesen Kameras. Ich habe keine Ahnung, ich glaub, welche. Ich glaube, diese war das, ja. Die genau. Hatten Timestamp da oben und so. Ja. Und da stand ein Datum, ne? Ja, irgendwie. Genau. Was März 2022. Da hat jemand gefragt, ob wir das im März 2022 aufgenommen haben. Nein. Und die Antwort ist natürlich nein. Das ist irgendwie ein alte Daten in der Kamera, ja, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ich müsste die mal einstellen, aber ach ja, komm. Ignoriert das einfach. Ja, ja. So, nächste Frage. Warum wird das so ein Kampfsystem, insbesondere im Nahkampf, eigentlich immer neu erfunden? Bah, ja, das ist eine Historie. Das hat eine Historie. Warum wird das immer neu erfunden? Weil es halt immer wieder Feedback gab, immer wieder Leute gab, die Dinge geändert haben wollten, immer modernisiert haben wollten. Ja. Es gibt viele, die sagen, Gothic 1 hatte die beste Steuerung. Gibt es Leute, die sagen, oh Gott, da komme ich überhaupt nicht mit klar, ja, die sich das jetzt angucken so. Gothic 2 haben wir ja ein bisschen abgeändert, aber auch fast gleich gelassen, die Steuerung. Ja, dann sind wir dann zu Gothic 3 übergewechselt und dann mussten wir irgendwie modernisieren, das mit diesen Tasten und so. Wie gesagt, achtet uns dafür nicht. Es gibt viele, die sagen, es war beste ever, so, ja, aber wie irgendwann musst du auch mal, ne, die anderen Leute abholen, so, sag ich mal, weil nur eigenwillig zu sein geht nicht. Viele Sachen sind Standard, ja, und die werden auch erwartet, und wenn man keinen Standard liefert, ja, dann wird das sofort zerhackstückelt und wird gesagt, die Tastenbelegung ist kacke, die kann ich mich nicht dran gewöhnen, boah, wie unintuitiv ist das denn, und so weiter und so weiter. Das heißt, da schält sich auch so ein bisschen raus, das Ganze, wie es gesteuert wird, und so wie es gesteuert wird, verhält es sich auch mit dem Kampfsystem. Das heißt, Kampfsysteme sind immer irgendeinem Wandel unterworfen. Das heißt, wenn man sich mal Witcher angeguckt hat, da hat man ganz am Anfang irgendwie immer mit der Mauscursor, wenn der eine bestimmte Farbe hatte, musste man irgendwie klicken und so weiter. Das war dann das System so, mit dem vorher Tränke trinken und so, und ne, und das hat sich ja auch gewandelt mit der Zeit. Das heißt, Witcher 3 hat auch eine völlig andere Steuerung, ein anderes Kampfsystem als das, was ganz am Anfang war. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die das so machen. Das heißt, man erfindet sich an einigen Stellen immer neu. Und der Grund dafür ist nicht mal das, was aus uns selbst herauskommt, dass wir sagen, wir wollen das immer gerne revolutionieren und denken uns irgendwas Neues aus, sondern meistens ist es der äußere Druck, dem man nachgibt, dass man sagt, okay, was ist denn der Standard? Und versucht den irgendwie, zumindest ansatzweise irgendwie, dem nachzukommen. Es gibt auch immer irgendwie eine Sache, wo gerade der Fokus drauf liegt. Das heißt, welche Diskussion ist zu einem Zeitpunkt, wo du das anfasst, besonders laut? Ja, als wir zum Beispiel Risen damals gemacht haben, auch die späteren Teile, Teil 2 und Teil 3, da hieß es, mach's hübscher. Und dann wurden komplett neue Animationen gemacht, die dann irgendwie, wo die Spielerfigur dann irgendwelche Bewegungsabläufe machen kann, auf die du dann aber weniger Zugriff hast, damit es hübsch aussieht. Dafür hast du es dann aber auch leichter, weil er dann, was weiß ich, so Sachen macht wie, er zieht einen Gegner an sich heran, ohne dass du das merkst, oder zieht sich selber heran und dann hast du schon Schaden, ohne dass du jetzt selber irgendwie tatsächlich irgendwie, was weiß ich, einen Meter vor dem stehen musst und den dann erst triffst und solche Geschichten. Es gibt 1000 Parameter, die man da verändern könnte, um so ein Kampfsystem zu bedienen. Und dann haben die Leute gesagt, das ist aber nicht mehr so wie früher, das macht nicht mehr so viel Spaß und das ist eigentlich zu einfach und das Spiel lässt einen eigentlich gewinnen, ne? Dieses, du bist toll, du bist toll, du bist toll, das wollten die Spieler dann nicht. Also haben wir zu Elex dann gesagt, ja, lass doch mal wieder so ein bisschen back to the roots, bisschen knackiger machen, bisschen schwerer machen, die Gegner irgendwie, lass den Spieler selber entscheiden, ob er jetzt in den Wald gehen will mit dem rostigen Nagel, um den Troll zu bekämpfen, oder ob er lieber die Biege macht. Und das Kampfsystem soll das erlauben können, quasi. Dann gab es eine Spielerschaft, die fand das viel, viel besser, hat viel mehr Spaß gemacht, und welche haben gesagt, das ist aber total unausgereift und macht auch mal hier und da.
Und dann gibt es noch den technischen Aspekt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du brauchst viele, viele Jahre, um unterschiedliche Spiele zu machen. Und innerhalb dieser Jahre sind die Ansprüche gewachsen, zum Beispiel an die optische Präsentation. Und du baust zum Beispiel so ein Rig, also ein Skelett einer Figur komplett neu, musst du auch automatisch alles daran dann wieder neu machen. Das heißt, dieses Skelett muss dann wieder komplett neue Animationen bekommen, muss komplett neue Motion Captures bekommen, muss komplett neue Meshes bekommen und das musst du dann alles wieder feinjustieren und so und dann kommt automatisch dann wieder ein neues Kampfsystem dabei raus und dann kommt die Steuerung, also das, was Björn gesagt hat, noch oben drauf. Und das ist uns halt öfter passiert als vielleicht anderen Entwicklern. Heißt aber nicht, dass kein Lernprozess daran stattfinden kann. Das heißt, das Schöne daran ist, dass man unwahrscheinlich viel dann auch austesten konnte, um zu gucken, naja gut, an welchen Stellen funktioniert es besser als an anderen, um daraus dann zu lernen und dann zu schauen, naja, bleibt spannend, wie es beim nächsten Mal aussieht. Okay, auch ein Thema, womit wir uns in letzter Zeit öfter mal beschäftigt haben, finde ich hochgradig spannend. Mhm. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ChatGPT in ein neues Spiel zu integrieren? Anstatt Dialoge auszuwählen, könnte man per Mikrofon mit den Charakteren reden und anstatt Dialoge zu erstellen, würde man Charaktere erstellen, mit deren Biografie, Art zu sprechen und wissen, was sie über die Welt haben. Naja, gut, also okay, da sind ja viele, viele Fragen. Ja. Um das zu vereinfachen, klar kann man sowas machen, aber das entzieht sich dann völlig jeglicher Kontrolle. Ja. Dann passiert da irgendwas. Und wir wollen eine Geschichte erzählen. Das heißt, wir wollen schon irgendwie mit einer Geschichte, die zusammenhängend ist, die auch Sinn macht, ja. Und ChatGPT lügt ja an der Stelle, wo es nicht weiß, was es sagen soll. So, ja, wenn man zum Beispiel irgendwie Björn Pankratz eingibt, wer ist das so, ja? Die Frage ist, dann schreib mir einen Aufsatz über den Spieleentwickler Björn Pankratz. Mach das mal. So, oder über irgendwen oder über euch selber oder so. Ja, dann fängt das Ding an zu lügen. Dann bist du auf einmal irgendwie Rockstar oder irgendwie hast Tropical Island oder was weiß ich was alles erfunden und so weiter, ja. Und das heißt, das ist keine Geschichte, die da erzählt wird in dem Moment. So, das wäre schon lustig. Das wäre ein lustiges Spiel im Spiel, ja. Aber das macht nicht wirklich viel Sinn, ja. Es ist cool so, ja. Man kann ja auch irgendwie so mit dem Ding rumspielen oder so, mehr als rumspielen und eine konsistente Welt kriegt man damit ja auch nicht hin, ne? Das heißt, der erzählt halt irgendwas, so eine AI, ne? Und das ist ganz nett, aber für so eine Art von Spiel, wie wir das machen, nicht so geeignet, ja. Man kann sich inspirieren lassen. Man kann sich von einer AI inspirieren lassen. Man kann sich angucken, was es für Grafiken erzeugt. Man kann sich angucken, was es für Texte erzeugt. Aber im Endeffekt, um das Ganze konsistent und glaubwürdig zu machen, muss man sich schon dahinsetzen und die Einzelelemente so aneinander fügen, den menschlichen Faktor noch mit reinbringen, ja, dass das irgendwie Sinn macht, Spaß macht und auch Hand und Fuß. Also es gibt unheimlich viele Parameter, die man anlegt an einen Dialog, ja. Wo steht er, wie sieht er aus, was ist er und so. Das kann man sicherlich auch alles ChatGPT beibringen, kann man bestimmt alles machen, so, aber naja, wer will das denn? Dann müsste man quasi AI-Entwickler werden und darauf quasi die Zeiten. Du weißt vorher natürlich nicht, wie lange du dafür brauchst, was mit welchem Ergebnis, wie genau das wird, was die anderen in der Zeit machen, die AI-Entwickler sind, ja. Das heißt, wir sind eher diejenigen, die Tools nutzen, also als Werkzeuge und nicht diejenigen, die sie erfinden. Und ja, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Das heißt, das, was wir eigentlich an Geschichten erzählen möchten, mit welchen Werkzeugen können wir das am besten? Und aktuell ist ChatGPT da noch super frisch. Was allerdings total spannend ist, ist, dass wir der Meinung sind, dass so eine AI, weil sie gerade neu ist, ein Mega-Tool ist, was man anderen vielleicht auch mit ans Herz legen kann. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen generell, aufzupassen, was da entsteht, zu gucken, wie es entsteht und was nicht funktioniert, ist etwas, was wir sehr gut finden. Deswegen das Beispiel, es gibt Sachen, die weiß das Tool schon, es gibt Sachen, die weiß das Tool nicht. Es ist kein Google und es ist auch erst recht kein Lexikon, sondern
in Anführungsstrichen nur eine AI. Und deswegen bringen wir zum Beispiel unseren Kindern gleich von vornherein mit bei, im Rahmen der Medienkompetenz, so etwas zu wissen. Zu wissen, wo die Grenzen einer AI liegen. Zu wissen, wie sie funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Denn zu glauben, dass das auch wieder einfach verschwindet, ist vielleicht dann an der Stelle ein bisschen naiv. Tut es nicht, ist klar. Und es wird sich auch weiterentwickeln. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich alle durch Maschinen ersetzt. Auch die Games-Entwickler. Ja, könnte sein. Durchaus möglich. Aber bis dahin... Machen wir mal noch weiter. Machen wir noch ein bisschen und gucken mal, wie weit wir noch... Selbstgeschrieben. Ne? Also, ja. Okay, cool. Die nächste Frage... Okay, da gab's. Ich vermute, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Deswegen lese ich einfach mal die komplette Frage vor. Auch schon ein paar Wochen her. Aufgepasst. In einer der vergangenen Folgen habt ihr erzählt, dass ihr das Balancing manuell testet und es einer der größeren Zeitfresser ist. Es lässt sich berechnen, welche Auswirkungen die Änderung eines Werts einer Waffe oder Rüstung hat. Im Endeffekt ist es wichtig zu wissen, ob der Gegner besiegbar ist. Wenn ja, wie lange ist es in etwa so im Durchschnitt oder maximal, minimal mit den aktuellen Charaktereigenschaften dauert? Es gibt viele Variablen, das ist mir bewusst, aber es müsste durchaus machbar sein. Ihr habt die Daten über Trefferwahrscheinlichkeiten, Sichtbarkeiten und so weiter. Macht ihr das Balancing bei diesen unzählig vielen Möglichkeiten tatsächlich manuell? Also, das sind so... ja, also, erklärt mal das nochmal. Ja, also dieses Balancing wird nicht manuell gemacht. Das ist nicht richtig. Wir haben schon unsere Formeln, wie Dinge berechnet werden, wie Dinge zusammenhängen und so und wie Rüstung sich beeinflusst auf Schaden und hin und her. Dafür haben wir unseren Source Code. Ja. Wir sind auch, wir bestehen zu einem Drittel aus Programmierern. Also ja, selbstverständlich kann man diese Dinge berechnen. Aber was man nicht berechnen kann, was man testen muss, ist, ja, sind die Nuancen. Ja, das heißt, wie genau verhält sich der Spieler in dieser Situation? Kauft er auch die entsprechenden Waffen, die ihm angeboten werden? Welcher Gilde tritt er bei? Bleibt er vielleicht auch gildenlos? Grast er erstmal die Welt ab? Tötet er erstmal alles? Oder wie verhält er sich? Und das ist der menschliche Faktor, der da mit reinkommt. Dass man sagt, okay, der Level eines Spielers, ne, eines Spielercharakters oder einer Figur, ja, ist der maßgebliche, härteste Faktor, der wichtigste, so, und alle anderen Sachen orientieren sich daran. Das heißt also, wenn ich jetzt als Spieler in die Welt gehe, sind Monster für mich eine Herausforderung dann, wenn sie etwa 5 Level über mir sind. Sie sind Gemüse, wenn sie unter 5 Level sind, ja, und sie sind gerade genauso gut wie ich, wenn sie gleich sind, so, ja. Vielleicht auch 10. Also wenn sie Level 10 Level über mir sind, so, dann sollen sie super schwer sein und kaum Schaden soll ich machen und so weiter. Das heißt, so in diesem Rahmen bewegt man sich. So, das ist alles berechenbar, das ist korrekt. So. Trotzdem gibt es immer noch das Gefühl, was das Spiel einem vermittelt. Wenn ich jetzt eine Waffe bekomme, die irgendwie total geil aussieht, so, und ich erwarte von dem Ding, dass das jetzt ordentlich Wumms macht, macht es aber nicht, dann ist der Spieler da enttäuscht. Dann fangen wir an, hier so ein bisschen zu mogeln. Ja, so ein bisschen die Werte anzupassen. Wenn man es rein mathematisch machen würde, dann würde sich ein Spiel nicht gut anfühlen. Das heißt, man fängt da auch an, manuell so ein paar Sachen noch zu manipulieren und so weiter. Und es gibt Spieler, die möchten gerne am Ende, weiß ich nicht, 30 Stunden irgendwie durchballern, die Hauptstory und so, und dann vorm Endgegner stehen und den irgendwie mit einem Schlag umhauen oder irgendwie eine Herausforderung und bla. Aber es gibt auch Spieler, die irgendwie 100 Stunden in der Welt verbringen und dann erst zum Endgegner kommen und solche Dinge. Natürlich lässt sich das berechnen. Mhm. Natürlich lässt sich das auch alles irgendwie miteinander vereinbaren, aber wir möchten gerne eine glaubwürdige Welt. Und wenn jetzt die Viecher nicht alle irgendwie mit dir mitskalieren sollen, sondern auch in ihrer Glaubwürdigkeit, das heißt ein Wolf, Level 31, finden wir doof. Level 31, was heißt denn das, ein Wolf Level 31? Das heißt, die Wölfe leveln immer mit, das heißt, die sind immer ungefähr so stark wie ich, das heißt, es ist eigentlich egal, was ich tue, ja, es ist immer irgendwie so wie ich oder eine Herausforderung oder nicht, und Wölfe sind halt irgendwann auch zu viele oder was weiß ich, so, ja, das heißt also, es geht da um das Gefühl, das Spielgefühl, und das lässt sich mathematisch zwar schätzen, aber tatsächlich muss man es testen. Immer und immer wieder und gucken, wie sich das dann anfühlt und wie viel Parameter da noch mit reinspielen. Zum Beispiel, wo die Items sind, die ich finde. Ja, welche nächste Waffe ich finde. Kann ich sie mir kaufen? Wie viel Geld habe ich und so? Und das ist super kompliziert. Mhm. Und das lässt sich nicht einfach in eine Formel pressen. Und je größer das Spiel ist, je mehr Faktoren es gibt, die diesen Zusammenhang beeinflussen, desto komplexer wird das auch und desto eher musst du es einfach auch testen am Ende, um zu gucken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Und ob es auch in den späteren Kapiteln noch funktioniert und für die verschiedenen Spielertypen funktioniert und so. Das ist einfach, ne, alleine, was weiß ich, weil Waffen, Rüstung, Monster, Monsterverteilung, überhaupt Gegner, Level, Goldwert, alles irgendwie miteinander zusammenhängen und das ist ein riesen komplexer Haufen. Auch schön. Ich besitze jedes Piranha-Bytes-Spiel und die Gothic-Teile alle sogar mindestens zweimal. Wow. Daher, dankeschön, habe ich ein Recht zu erfahren, ob an der Gitarre links von Jenny eine Saite gerissen ist. Das macht meinen inneren Monk ganz unruhig. Ich habe die Frage gelesen, habe ich schon erwartet, dass die kommt, ja. Und ja, das ist tatsächlich so. Ja, die ist auch weder gestimmt noch sonst was, ja. Das heißt also... Die ist auch im Eimer, ja, das heißt also, die ist ein bisschen lidiert. Das ist meine ganz alte, die habe ich damals mal für 100 Euro gekauft. Ich finde die immer noch cool. Also ja. diese Gitarre hat einen unglaublich hohen nostalgischen Wert. Und wir hatten mal versucht, die reparieren zu lassen bei einem Gitarrenbauer. Und die haben gesagt, ja, das Ding ist doch total, der Korpus ist verzogen und so. Ja, das kaufen sich lieber eine neue. Ja, da ist jetzt hier, wenn man hier so ein Blatt Papier dazwischen, ne, sieht man so, ne, das sollte eigentlich Kleber drunter sein, das sieht man, ne, da kann man drunter passen, das heißt irgendwann, patsch, ist das Ding im Eimer, lieber nicht anfassen, so, ja. Ja. Das ist nur noch, hat nostalgischen Wert, hier oben ist eine Gitarre, die tatsächlich auch bestimmt ist und funktioniert, dahin habe ich noch eine schwarze, meine Reisegitarre, also das, funktioniert schon noch, aber ja, das stimmt. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal einen Gitarrenbauer, der uns die trotzdem noch mal halten macht. Ja, ich muss es auf jeden Fall noch mal versuchen. Ja, sie muss ja nicht perfekt sein, aber die ist halt unsere erste alte Gitarre. Zeile vor allen Dingen. Ja. Darauf hat er mir die ersten Lieder vorgespielt und es wäre zu schade, ja, sie wegzutun. So. Wie viele Videos dreht ihr an einem Tag eigentlich fürs Piranha-Becken TV? 5. Immer 5. Also für euch dann 5 Wochen, ja, in einer Session. Ja. Dann kram ich den ganzen Zeug zusammen, weil wir dann immer einen Vormittag damit verbringen. Ja. Das hat sich bewährt, so eine Zahl. Man könnte natürlich auch noch mehr machen, ne, aber dann wird irgendwann auch ne, irgendwann kriegt man auch Matsche im Hirn. Funktioniert nicht so richtig gut, weil man dann immer wieder nur ansetzt und so weiter. Ne. So eine Session, die dauert immer so etwa 2 bis 3 Stunden. Na, mit irgendwie Kameras anmachen und Sachen vorbereiten und den ganzen Krempel und die Fragen dann irgendwie parat nochmal kurz gucken und so. Das ist natürlich nicht so einfach mit Familie auch noch. Die Kinder sind jetzt da unten, sind am Zocken und so. Ne? Das heißt, das muss man sich auch immer noch den Zeitraum freischaufeln irgendwo. Ja, und dass wir jetzt hier in diesem Studio sind, das ist bei uns zu Hause. Das hat sich so eingebürgert während der Homeoffice-Zeit, also während der Pandemie, hat sich das so eingebürgert und das ist für uns auch am einfachsten, haben wir festgestellt, weil hier frudelt keiner rum. Das ist bei mir zu Hause. Ja. Die Kameras bleiben da stehen, wo sie stehen und ich brauche, da geht keiner und tut mal eben mal wegräumen oder ich brauche mal die Kamera und so, dann musst du immer alles wieder das Setup neu machen und so weiter. Mhm. Das wäre totaler Kram und deswegen, es hat sich bewährt, 5 Folgen am Stück zu machen. Ja. Und ja, genau. Deswegen überspringt die FAQ auch manchmal einen Monat. Und zwar genauso wie diese hier. Mhm. Das ist nämlich FAQ April. Ja. Und eigentlich wäre März dran, weil die letzte FAQ ist nämlich Februar. Und dann ist die einmal rüber gerutscht. Ja. Ne? Das heißt, der komplette März hat keine FAQ-Folge, aber dann wieder April, weil dann ist das nämlich die 5. Folge immer. Darum ist das so. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier mit der ersten Folge der nächsten Session, ja, bei Brennerbecken TV. Vielen Dank. Bis dann. Mit's gut. Das so, das heißt, wir haben jetzt nämlich Feierabend. Jetzt können wir was essen. Ja.